Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Survival Hardcore. Mit dem Kirsch, weiter geht's. Ich habe jetzt bloß mal ganz kurz geschlafen, weil es ist gerade Nacht geworden. Ich hatte ja nämlich noch ein, zwei Screenshots gemacht gehabt. So, okay, hier wächst alles. Gucken wir mal, rote Beete. Wie man sieht, ich habe jetzt auch mal das Texturenpack rausgenommen. So, die anderen sind noch nicht so weit, okay. Okay, die Melone sagt, ich wachse da mal dahin. Habe ich meine Home mit? Nö. Home und die mal schnell. Oh, unsere Kühe geht gewachsen und gedeihen. So, wo ist die Ho? Da ist die Ho. So, einen können wir noch anpflanzen. Und dann könnten wir uns sogar vielleicht mal... Können wir noch Weizen ernten? Ein bisschen können wir noch ernten. Okay. Da können wir jetzt gleich nochmal die Kühe etwas vermehren. Bevor wir hier mal ein bisschen weiter bauen. So, zack und zack und zack und zack. Umso mehr Leder bekommen wir später. Für Bücherregale. So, wie will ich das hier machen? Und zwar, ich würde das erstmal gern mit Cobblestone sozusagen hier umrunden. Das heißt, wir müssen jetzt einiges an Cobblestone erfarmen. Beziehungsweise werden wir das machen, indem wir uns weiter runtergraben. Wir werden uns noch zwei Eisenspitzhacken machen. So, hier haben wir noch das. Rote Beete. Rote Beete Samen. Rot haben wir. Okay, also Essen haben wir erstmal auf jeden Fall. Wir machen daraus gleich mal Stöcke. Da können wir uns wenigstens gleich mal noch die zwei Eisenspitzhacken draus machen. Sub und sub. Sehr schön. Hier hoch. Kommt das mal hier hin. Natürlich kaum ist man in der Aufnahme. Wie vibriert's denn hier? Wie eh und je. Okay. So, wir hatten ja gesagt, hier sind wir noch nicht weit unten. So, dass wir uns hier drüben runtergraben. Deswegen haben wir ja auch das hier gemacht. Da hatten wir ja auch die Schlucht gefunden. Aber wir graben uns ja jetzt erstmal hier weiter runter. Und vielleicht kriegen wir ja dann schon Diamanten. Wer weiß, wer weiß. New Recipe. Neue Rezepte sind immer schön. Und ich nehme mal wiederum die Fackeln in die Offhand. Nicht, dass hier drinnen noch was spawnt, was ja nicht sein muss. Was wir jetzt auch nicht brauchen. So. Okay, ich hoffe mal, ich bin immer noch laut genug, weil manchmal bin ich dann ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Manchmal falle ich so eine Stufe runter. Ist okay. So. Mit den Kabelzonen umrunden wir erstmal unsere kleine Behausung. Die wir sozusagen dann nach und nach expandieren werden. So, ich spiele auch jetzt aktuell auf der aktuellsten Minecraft-Version wieder mal. Ich werde das Hardcore Survival auf der aktuellsten Version lassen. Halten. So, dass es dann auch alles optimal ist. Weil manche Updates bringen ja Verbesserungen, dass es zum Beispiel die Zurücksetzungen von den Blöcken nicht gibt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz den machen. 33 sind wir erst. Ach, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ist ja nicht so schlimm.
Da kriegen wir wenigstens haufenweise Cobblestone. Und ich hätte vielleicht ein Bett mitnehmen sollen. Das wäre mal noch optimal, so ein Baubett mitzunehmen. Wir haben jetzt noch nicht viel hier unten verbracht, also können wir sie mal riskieren, nochmal hochzugehen. Einfach nur mal, um ein Bett zu bauen. Bett muss auch mal sein, sonst sind wir etwas angearscht, auf Deutsch gesagt mal so. Kurz gucken, habe ich hier irgendwo noch eine Schere? Ne, dann machen wir uns mal eine. Und dann scheren wir uns einfach mal die Schafe. Vielleicht haben wir ja Glück und der gibt gleich mal dreimal Wolle ab. Nein, es war nur einmal. Okay. Aber gut, ist hier ist noch ein Schaf. Hätten wir das als erstes geschoren, hätten wir gleich die Wolle bekommen. Okay. So. Vielleicht mal noch etwas Holz mitnehmen. Ach ja, unsere Mizi. So. Damit nehme ich sozusagen gleich mal das Reisebett. Wenn wir nämlich unten in der Höhle sind, können wir nämlich da unten auch mal schnell schlafen. Und bekommen dann nicht Probleme mit Monstern. Mal kurz gucken, 28, wenn wir jetzt noch mal so runtergehen, können wir sozusagen einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Oder vielleicht noch zweimal. Okay, wir haben ja eine Eisenrüstung an sich. Uiuiui. Lass mal hier ein bisschen ausleuchten gehen. Okay. Da können wir übrigens gleich mal gut Eisen sammeln. Dafür machen wir ja die Unternehmungen hier, eigentlich wegen Diamanten. Aber mit Eisen können wir uns gute Werkzeuge machen. Ist da ein Spawner? Tatsache, hier ist ein Spawner. Da gucken wir gleich mal rein. Lass mal kurz hier ausleuchten gehen, wegen ihm hier zum Beispiel. Hui. Uiuiui, ein Spawner. Okay, da haben wir doch schon mal was Gutes. Pumpkins. Da können wir auf jeden Fall, je nachdem, mit den Dorfbewohnern handeln. Nametag könnten wir später gebrauchen.
und wir können uns eine XP-Farm bauen. Natürlich müssen wir da erstmal noch ins End, nicht ins End, in den Nether. Denn im Nether können wir uns Soul Sand holen, da können wir nämlich die auf eine gewisse Weise nach oben transportieren lassen. Entweder machen wir das halt so jetzt. Oder ich gehe halt noch eins hier lang. Und fange danach erst wieder mit dem Abgang an. Können wir nämlich auch machen. So. Und wenn es halt doch mit der Lust gerade klappt, könnte es sein, dass ich vielleicht heute Abend mal streame. Bin noch überlegen, was. Überlegen, schönes Deutsch, überlegen was, weil aktuell spiele ich ja gerade das Hypixel auf dem Hypixel Server. Die Skyblock World, Welt, wir sind im Deutsch, wir können auch Deutsch reden. Ja. Mal gucken, ob die Lust oder die. Ja, doch, die Lust reicht, weil es halt gerade wirklich manchmal sehr warm. Na, schauen wir mal. Und da versenken wir mal hier. Da könnten wir uns vielleicht mal eine Doppelkiste hinsetzen. Und wir hauen mal kurz das Bett hin. Genau, wir können nämlich schlafen. Das ist nämlich immer gut. Schlafen im Hardcore Survival ist immer gut. Wieder mitnehmen. Nein. Ich würde mir nämlich gerne mal gleich ein paar Stufen hier machen. Um halt wenigstens schon mal eine gewisse Stelle schon mal hochzukommen, ohne Probleme. Und das sind haufenweise rote Beete gewachsen. Sehr schön. Der ist auch gerade fertig geworden. So, wie gehabt auch Weizen immer mit Ernten. Ach komm, Zuckerrohr kann man auch mit ernten. So, wir haben ja schon die Stufen gesetzt, da bin ich zufrieden damit. Oh ja, Goldäpfel. So, Essen in die Essenskiste. Pumpkinsamen müssen wir noch anpflanzen. Rotten Flesh haben wir da. Der Nametag kommt auch in diese Kiste. Strings kann man auch mit reinhauen. Ich werde nämlich jetzt auch keinen Timelapse machen mit Angeln. Wir schnappen uns jetzt mal unseren Cobblestone hier. Und umrunden schon mal ein bisschen. Frage ist, will ich jetzt auch die mit schon machen oder lasse ich das erstmal so als. Setze dann hier eine Doppeltür hin. Jetzt aktuell erstmal als Ausguck.
Hier müssen wir dann eh noch Labs draufsetzen und eins davor, damit hier keine Spinnen drüber kommen. Und ringsrum müssen wir halt am besten dann nochmal. Na gut, hier geht es ja eh noch eins höher. Hier werden wir bestimmt wegen den Kürbissen nochmal drüber gehen. Also 1, 2, 3, 4, weil da würde ich doch eine größere Kürbisplantage haben wollen. Also, ja. Doch, wegen Wasser. 1, 2, 3, 4. Denn die Wasserquelle können wir ja so oder so dann umsetzen. So. Ja, Mau. Mal gucken, wie lange wir hier haben wir es überhaupt schaffen, hier rumzukommen schon. Oder ob wir nochmal ansetzen müssen. Was ich allerdings mal stark vermuten werde. Weil so viel hatten wir noch nicht erfarmt gehabt. Ja, könnte eng werden. Okay, und dann noch Slabs oben drauf. Wäre nicht schlecht. So, um mich nicht zu verletzen, ich springe erstmal ins Wasser. Kleine Abkühlung. Dann können wir das sozusagen hier noch ein bisschen angleichen. Ich habe ja noch ein bisschen Eisen für den Eimer. Perfekt. Dann können wir nämlich hier unsere Veranlagung nochmal neu aufbauen. So. Dann können wir nämlich erstmal hier die Erde wegnehmen. Ja, können wir eigentlich machen. Weil hier wirklich das Kürbisfeld hinmachen, gerade so unschön. Aber was muss, das muss. So, sieht ja schon mal gut aus. Und immer schön ernten. Was sagt ihr, das auch müssen bei 20 Minuten. Und ganz entspannt. Die nehmen wir mit.
Ja, doch, das können wir so lassen. Den kleinen Übergang. Baue das jetzt nicht ab, nicht, dass dann auf einmal der weg ist. Muss nicht sein. Und ich denke mal, das wird dann am nächsten Tag mal kurz bei den Dorfbewohnern rüber gehen. Mal gucken, was wir, haben wir was handeln können. Die haben auch noch Erde drin. Also an Erde wird es nicht mangeln. Ja, Weizen kann man glaube ich noch nicht handeln. Melonen, so rum. Oh, Zuckerrohr nehmen wir noch mal mit. Vielleicht besteht da schon die Möglichkeit, dass wir einen mit dem Librarian handeln können. Einfach mal probieren. Probieren geht über Studieren, kennen wir ja alle. Nehmen auch mal zur Sicherheit die Melonen mit. Vielleicht haben wir ja Glück. Es wird gerade nach, da könnten wir es vielleicht noch in der Folge schaffen. Derzeit kann ich ja noch einen Schluck trinken hier. Damit ich nicht so eine komische Stimme bekomme. Ja, you can only sleep at night and wenn es donnert. Also wenn es gewittert und so, können wir auch schlafen. Können wir das wenigstens überspringen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall auch noch angleichen hier ein bisschen. Halt. Mizi, komm nochmal zurück. Rabbitite. Hast du etwa gerade ein Kaninchen getötet? Sitz. Dankeschön. Das müssen wir noch ein bisschen angleichen. Dass wir einen schönen Weg zu unserem Dorf bauen können. Ohne Probleme zu bekommen, dass ich mich permanent verlaufe, weil das habe ich generell immer gerne drauf. Und dann gucken wir mal. Suchen wir mal den Farmer und mit Glück etwas den Librarian. Bist du ein Arbeitsloser oder ein Trader, ein Kartografierer? Nein, den möchte ich jetzt nicht gerne haben. Ich würde nämlich gerne mit einem Librarian handeln. Was aber aktuell noch nicht möglich ist. Bist du der Farmer? Schäfer. Die Karotten. Halt, du. Ah, du bist arbeitslos. Okay. Nicht ins Wasser. Du warst der Schäfer. Ihr zwei seid dreimal arbeitslos. Hei, 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 hei.
Oh, ein Farmer und ein weiterer. Mal gucken, ob der das. Geht nur Emeralds gegen Brot. Einfach bloß zum Hochtraden. Vielleicht nimmt er ja dann auch Weizen ab. Aber dass das bloß ein Kartografierer ist, ist unschön eigentlich, finde ich. Aber ich dachte, wir hatten ja auch einen Librarian. Genau. Okay, bald können wir mit dir groß handeln. Okay, einen Lederworker. Da können wir später mit dem dann unsere Ledersachen verkaufen, unsere Lederteile generell verkaufen. So, die Kakteen nehme ich mal weg, weil potenzielle Selbstmördergefahr. Da liegt nur einer. Ich wusste, es war nämlich. So, machen wir mal eine kleine Farm. Und dann machen wir gleich mal noch einen kleinen Screenshot von unserer Behausung. Dass die Umrandung steht. So, und dann geht es jetzt nochmal ab in die Mine. Da wir noch einiges an Cobblestone benötigen. Beziehungsweise erstmal alles hier wieder raus. Alles schön einsortieren. Ja, das Holz kann eigentlich woanders hin. Ein Wassereimer nehmen wir mal zur Sicherheit mit. Crafting Table haben wir ja unten stehen. Lieber Mizi. Mizi, Mazi, Mauzi. Mauzi, ach ja, Mauzi, das Pokémon. Miauz, genau und so. Kennen wir ja alle. So, dann graben wir uns mal weiter runter. Auf der Suche nach Diamanten. Das heute alles ohne Timelapse vom Angeln. Und ich nehme mal wieder die Fackeln in die Offhand. Haben wir eigentlich viel in der Folge schon geschafft. Wir haben einen Spawner gefunden. Wir haben unsere Umrandung fertig. Mal gucken, wann wir Diamanten finden. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Wer weiß, wer weiß. Wir hätten auch in der Höhle gehen können. Aber bei Hardcore bin ich immer so, muss man jetzt unbedingt wirklich in eine Mine gehen. Oder Höhlensystem. Das ist immer so eine Sache. Ultra beim Hardcore. Ja, nein. Kann man abwägen. So, gucken, welche Höhe sind wir. 13. Gut, da sind wir jetzt sogar gleich auf Diamantenhöhe. Wir hören es auch schon blubbern. Kohle ist immer gut. Kohle kann nämlich auch ein Anzeichen sein von Diamanten. So. Oder einfach mal so von einem Lava-System, Lava Lake. Wo vielleicht auch Diamanten sein können. Kann, aber nicht muss.
Auf jeden Fall können wir uns dann halt hier, könnte man uns dann gleich ein Netherportal gießen. Aber ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.